So Leute, willkommen zurück zu Gilberts Nuzlocke-Abenteuer in Pokémon Wooch. Beim nächsten Mal. Boah, das ist mir noch nie passiert. Ich wollte gerade schon Begrüßung mit Verabschiedung vermischt. Beim letzten Mal, so, haben wir gesehen, wie Hafo Inselkönigin wurde und gehen jetzt hier mit Lilly zusammen nach Kokowai Island, um dann dort eine Flöte zu holen, die wir brauchen. Ja, 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 wir wollen ja bestens vorbereitet sein, wenn wir bald Lunala gegenübertreten, nicht wahr? Naja, genau genommen haben wir Lunala schon gesehen und reisen quasi mit Lunala umher, aber pst, wir nehmen das mal nicht so genau heute. Kokowai Island. Jawohl, da wollen wir hin. Exakt, exakt. Ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfe jetzt noch kommen, Leute. Ich sag euch aber einfach mal an dieser Stelle jetzt. Ich werde gucken, dass ich, falls wir jetzt irgendwie in Hapu doch, also falls wir in diesem Part schon zu Hapu kommen werden, werde ich noch nicht gegen Hapu kämpfen, denn ich habe noch nicht trainiert, wie man sehen kann. Also, ihr habt es noch nicht gesehen, aber habe ich euch jetzt gesagt. Ich werde dann vielleicht rumreisen, um ein paar TMs oder so zu holen. Muss ich mal schauen. Haben wir theoretisch noch ein bisschen was offen. Also, nicht, was ich eigentlich unbedingt in diesem Projekt machen möchte, aber wenn sich das so rauszieht, so anbietet, dann werde ich das tun. Und wir haben Halbmond tatsächlich gerade, das ist ja mal faszinierend. Normalerweise, wie in Videospielen oder Filmen oder sonst, es gibt immer nur Vollmond. Es sei denn, es ist storybedingt irgendwie so, dass es gerade mal ein anderer Mond sein muss. Aber sonst immer Vollmond einfach, es gibt nichts anderes in fiktiven Welten, gefühlt. So, mit was möchte ich gegen Kokowai kämpfen? Mit Kuso, das ist eigentlich ganz gut, ja. Mit Kuso kann ich das vertragen. Übrigens, habe ich ja beim letzten Mal gesagt, Hapus Level Cap ist Level 46 oder so, aber das stimmt nicht, das ist Level 48, das ist nämlich hier Pampros und das macht mir ein klein wenig Angst, ehrlich gesagt. Das ist nämlich schon hoch, so, irgendwie. Eine Palme greift an! No! Es ist keine Palme, es ist Kokowai! Ein Kokowai erscheint. Hallöchen, guck mich an, starr mich an und nimm meinen Eisstrahl bitte mit beiden Händen entgegen. Also, Eisstrahl. Ja, aber mein, ich habe gar keinen Eisstrahl. Ich meinte natürlich meinen Aurora-Strahl. Da kommt das schon. Guck mal, Aurora-Strahl, wunderschöne Animation, wie immer. Einfach auf den Bauch geschossen. Und das arme Kokowai kippt um. Dann wieder die Theorie, Leute. Sind die Alola-Kokowai eigentlich die echten Kokowai und sie sind einfach nur verkümmert in anderen Regionen? Man weiß es nicht so genau. Man weiß es einfach nicht. Ich bin vielleicht erschrocken. Tja, das war ja auch einfach... Wie Lili gerade zur Seite guckt, hat so... What happened? Wie groß Lili ist! Sie ist viel größer als wir. Jedenfalls sah das gerade so aus. Was, oder war das die Perspektive? Ist egal, wir stehen gleich nochmal neben ihr. Dass wir neben ihr als neben uns stehen, war... Dann können wir uns das nochmal angucken. Gibt es da noch einen Gegenstand? Nein, keinen Gegenstand. Keinerlei Objekte unserer Begierde. Dafür aber Lilly. Hi, Lilly. Was geht ab? Hey, was geht ab? Bei deinem Lächeln gerade jemand. Ich habe übrigens gehört, jemand von euch hat das gesagt, dass der dumme Gesichtsausdruck unseres Protagonisten in Ultrasonne, Ultramond gefixt wurde. Ist es wirklich so, ja? Oder hat das jemand einfach nur so vor The Lulz geschrieben? Finde ich tatsächlich eine ganz niedliche Szene hier. An der Lola regnet es auch manchmal was. Mein Rock ist ein wenig nass geworden. Dann sollten wir uns mit unserem Körper... Jedes Mal, wenn es regnet, erinnere ich mich an das Erlebnis meiner frühen Kindheit. Ja, ja. Die guten alten Erinnerungen. Und weißt du was, Gilbert? Ich weiß das. Ich glaube, sie ist wirklich größer als wir. Jetzt habe ich schon wieder nicht drauf geachtet. Ja, ich möchte Top 4 in einer fernen Region werden. In der realen Welt. Aber wir sind doch in der realen Welt. Ich meine, der realen, realen Welt. Ach so. Ach, Lillys Blick. Und plötzlich strahlt wieder die Sonne. Schade, dass wir keinen Regenbogen sehen durften. Also, ja, liegt vielleicht daran, dass es Nacht ist. Gut, Herr Shomaru. Aber immerhin ein Meteoritenhagel, nicht wahr? Sieht man auch nicht alle Tage. Ein Sternschnuppenhagel. Whatever. So, da hinten liegt, glaube ich, noch eine Tim. Nö,
Aber es liegt da immerhin irgendwas Wichtiges. Eine Schönschuppe. Ja, theoretisch wäre es natürlich jetzt... Jeder, der mit Barsch war bisher rumgelaufen ist, wieso auch immer man das tun sollte, der wird sich jetzt freuen. Denkt so, ja, ich kann mein Barsch mal weiterentwickeln. Hurra! Seine Milotic. Ist Milotic eigentlich das einzige Pokémon, dessen Entwicklungsvoraussetzungen geändert wurde? Das frage ich mich. Ja, ich würde die Flöte an mich nehmen. Ja, bradabradam. Du hast die Mondflöte erhalten. Ein kleines Problem, Lilly. Jetzt haben wir beide Flöten. Ich würde eigentlich viel lieber jetzt hier noch ein bisschen abhängen, um sich mir diesen wunderschönen Sternschnuppen/Meteoritenhagel anzugucken. Aber wir werden einfach die Nahe. Da wären wir wieder. Ihr geht jetzt zum Podium, die Flöte zu spielen, oder? Das Podium befindet sich im mittersten Winkel des Canyons von Podium. Auf dem Berg dorthin lauern viele Gefahren auf euch. Der Canyon von Podium ist vergleichbar mit einer Prüfung, die Natur ist der Captain. Yeah. Das liegt nur daran, dass der Captain, der eigentliche Captain von Pony, ein fauler Sack ist, beziehungsweise eine faule Säckin. Und, ihrer Pflicht nicht nachkommt. Ja, muss man einfach mal sehen, wie es ist, nicht wahr? So, und wenn ich auf die Uhr gucke, gerade mal 6,5 Minuten, ich weiß, dass noch ein Kampf vor Hapu kommt, das wird aber nie im Leben ausreichen. Deswegen werde ich mal kurz ein paar Abstecher machen, um TMs zu holen. Hier unten könnte ich jetzt hin. Ja, muss aber nicht sein. Wo ist der Dschungel? Das ist nicht der Dschungel. Das ist der Dschungel. Ich glaube, da liegt noch Energieball, was potenziell natürlich nicht schlecht ist. Ich meine, ich benutze zwar lieber den Gigasauger mit Roserade, aber wir haben ja noch andere Pflanzen-Pokémon, nicht wahr? So, dann gehen wir einfach mal hin. Bitte kein wildes Pokémon, dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Es war sehr schön mit Ihnen über eben jenes sprechen zu dürfen. So, da müsste der riesige Brocken sein. Ja, ich will Machomeier beirufen. Und ihn einfach fett in das Loch schieben. Du kannst dich nicht wehren, Stein. Yeah, einfach reingeplumpst, Leute. Konnte da nichts gegen machen. Gar nichts. So, aber von Tauros. Ja, gut. Danke. Auf Tauros wollte ich jetzt. Verdammt, stimmt. Und da sehe ich ihn schon nicht wieder. Auch wieder. Ich brauche erneut Machomei. Zaubert! Ich muss mal gucken, zu welchem Level ich trainiere. Also Level-Richtlinie ist 48. Ich tendiere derzeit zu 46. Einfach weil das am angenehmsten erscheint, also am sinnvollsten erscheint, wenn man bedenkt, dass die Trainer danach wahrscheinlich wieder ein bisschen schwächer werden und dann bis Level 48 wäre ein bisschen Overkill. Ist ja auch nur ihr Pampros. Nur, sagt er. Mal gucken, Hapu könnte potenziell echt eine Riesengefahr werden. So, was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Ich weiß es nicht. Schutz aktivieren, genau. Ja, danke schön. Danke, Stimme aus dem Off. Kein Problem. Warum gehe ich denn so weit runter? Schutz ist doch oben. Nein, Schutz ist nicht oben. Schutz ist unten. Was schlabber ich denn? Ich weiß es nicht. Schutz. Hallo? Da. Am besten, ich mache den Schutz nie wieder aus. Den Schutz immer zu suchen, ist einfach sinnvoller, also beziehungsweise eben nicht sinnvoller, meine ich. Dann einfach immer wieder immer neue Sachen kaufen. Das passt schon. Guck mal, Machomei ist wieder für geschaffen, als wäre es genau, hätte es genau diesen Sinn und Zweck. So, bitteschön. Kann man das eigentlich auch canceln? Nö, kann man nicht. Man muss immer einen kompletten Block schieben quasi. So, jetzt kann ich aber runter von Machomei. Und da müsste, wie gesagt, ich glaube, es ist der Energieball. Energieball? Energieball! Yeah! Kann Roserade lernen und ich nur mal aus Interesse. Noch jemand anderes vielleicht? Nee, aber Roserade bei 90. Oh, das ist, ich denke irgendwie jedes Mal, das passiert mir dauernd, dass Energieball eine Stärke von 80 hat, aber es sind tatsächlich 90. Haha. Dann gehen wir jetzt noch. Ist hier der Diktatunnel? Ja. Von welcher Seite aus kommen wir da schnell ein? Ist das eigentlich Wurst egal? Das ist eigentlich vollkommen egal. Los, Glurak, flieg uns dahin. Fime Slave. Tschüss. Danke.
Und dann sammeln wir da noch eine TM ein. Keine Ahnung, welches das sein. Ich weiß, da gab es noch eine TM. Ich weiß aber nicht, welche das ist, ehrlich gesagt. Aber könnte etwas sehr, sehr Gutes sein. Aber das meiste Gute haben wir halt schon. Gift-Heap, Schlammbombe, Matschbombe und so weiter. TM-Schlammbombe, ja, so weit kommt's noch. So weit kommt's noch, Leute. War das überhaupt hier? Auf jeden Fall wieder die Evil Staubwolken. Nein! Glück gehabt. Da dachte ich schon, er erwischt mich. So, hier. Einmal kräftig schieben, Machomai. Also, oh, das war nur ein Block. Damit müssen wir zwei Blöcke schieben. Lauf, Machomai! Oh, also, wenn Machomai so auf mich zugerannt käme, ich hätte schon Angst. Muss ich sagen. Kann ich nie abstreiten. Hi. Jo, die winken sich erstmal zu. Und genießen ihr Leben. Irrlicht war's. Ja, warum eigentlich nicht? Kann man gegebenenfalls... Also lehrt das überhaupt jemand? Also aus unserem Team wahrscheinlich... Oh, tatsächlich. Ja klar, Feuer-Pokémon, logisch. Logisch. Und mit Blick auf die Uhr, da wir immer noch nicht genug Zeit überbrückt haben, ich dachte echt, da wäre noch ein bisschen mehr zwischen, holen wir uns noch eine Sache. Was aber eigentlich ganz cool ist zu haben. Und zwar holen wir uns da noch diesen Z-Stein. Ich denke mal jedenfalls, dass wir den schon kriegen können. Deswegen nehme ich das sehr, sehr gerne an. Sogar genau hinter die Barrikade. So, wo war der? Der war hier unten links, glaube ich. Vielleicht ist ja der Giftstein... Wir haben den Giftstein nicht, ne? Das wäre mal cool, den Giftstein zu bekommen. Ich glaube nämlich, der Giftstein ist auch ein, den man random finden muss, oder? Habe ich den Giftstein? Und ich weiß es nur nicht. Was? Ich glaube aber, jetzt wo ich darüber nachdenke, ich glaube, es ist der Flugstein. Der Psychostein ist in der Wüste und der Eisstein ist... ja, am Ende beim Eisgebiet halt. Eriop Z. Ja. Yeah. Das heißt, ich weiß als einziges nicht, wo der Giftkristall sich befindet. Oder haben wir den doch schon? Nö, haben wir nicht. Keine Ahnung, wo der ist. Keine Ahnung. So, dann wollen wir mal auf wieder zu unserer Hauptgeschichte. Da haben wir uns auch drei schnieke Sachen geholt. An welchem Weg komme ich am schnellsten hin? Ich glaube den, weil da muss ich keine wilden Pokémon bekämpfen. So, let's go, Glurak. Tu, was du nicht lassen kannst. Dankeschön. Bum, 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 bum. So. Okay, Team Skull also. Möchte nochmal auf die Nase bekommen. So ein vorerst letztes Mal, habe ich gehört. Guck mal, ein Reißlaus. Da war ja ein Reißlaus, Leute. Haha. Ja, da stehen sie auch schon. Die Straßenbarrikade, Leute. Tja, und nun? Uns gewartet haben sie, Leute. Erstmal heftig am Squatten. Ja, wir sind bereit zu kämpfen. Let's go! Okay, Leute. Ich glaube, sie haben 6 Pokémon sogar. Ich meine, es waren 6 Pokémon. Team Skullrüpel fordert dich heraus. Ich danke für diese Herausforderung. Ich danke für diese Chance, mich zu beweisen. Ihr seid nur ein Pokémon. Never mind. Kämpfen die echt alle gegen Ende nacheinander? Ich dachte, es ist ein Trainer mit 6 Pokémon, jetzt ehrlich gesagt. Wieso benutze ich Aurora? Schreibe ich... Ey, ich musste Pause machen nach diesem Part. Ich fange schon wieder an, genauso dumme Entscheidungen zu treffen wie beim letzten Part. Und wenn ich bedenke, dass wir im nächsten Part gegen Hapu kämpfen, ja, will ich das nicht unbedingt. Muss ich doch ganz ehrlich sagen. Die ist ja auch noch am Start. 200%! Okay, jetzt aber alle gleichzeitig. Da tun sie uns einen Gefallen. So. Gut, dann zeigt mal eure Pokémon. Wäre natürlich lustig, wenn sie jetzt extra dafür einen Hordenkampf eingeführt hätten.
Aber haben sie leider nicht. Mulung. Wir haben immer noch Kuso vorne. Mensch, die perfekteste, passendste Wahl, die man hier treffen könnte. So, ich schenke dir einen Siedewasserangriff. Den kannst du behalten. Wirklich. Ich meine das. Kannst du wirklich... Ich schenke dir den. Kannst du behalten. Habe ich kein Problem mit. So, als nächstes kommt Alpollo. Wisst ihr was? Komm, dann bleiben wir einfach drin. Wir bleiben da einfach drin und greifen mit einem Siedewasser an. Jetzt kommt's. Überlebt knapp und gibt mir einen Konfuscher. Also das knapp überlebt ist klar, aber... Jawohl, so knapp überlebt es gar nicht. Ist schon relativ gut überlebt, aber Gegenstoß wird halt so gut wie gar keinen Damage machen. Also insofern passt das und läuft es auf selbe hinaus, auf kurz oder lang. Auf kurz oder lang, auf lang oder kurz, ich weiß nicht, Apollo ist besiegt. Yeah, und Apollo so, nein, warum? Oh, ich habe alles getan. Apollo hat alles gegeben, Leute, aber konnte einfach nicht. So, Kuso, deine Glanzzeit. Darfst einfach jetzt übelst reinhauen, die ganze Zeit. Schlammwoge. Das sieht wenig ab. Damn. Das sieht ganz schön viel ab. Ja, ich denke... Time to switch! Warte mal, aber in was? Ha. Wie viel Schaden hat Kuso bekommen? Wie viel war das denn? Ich muss einfach hoffen, dass Flubber nicht two-hitted wird. Also machen wir das so. Ich hätte auch die Z-Wasserattacke raushauen können, merke ich gerade. Aber ich hatte irgendwie Angst, dass ich dann doch langsamer bin plötzlich. Warum auch immer das sein sollte. Stopp! Okay. So, Gift-Heap. Eieiei, die ist radikal! Macht Schmerzen. So. Wen setzen wir danach ein, ist die Frage der Fragen. Jetzt müssen wir wieder schön XP abstauben. Golbat. Das ist blöd. Kuso ist schon ziemlich geschwächt. Dann muss wohl Misty ran. Wobei, Akane ist auch nicht schlecht. Nehmen wir Akane. Ich überlege gerade, ob ich da einfach den Z-Pyro-Angriff nutzen soll. Und ich glaube, das mache ich auch. Vor allem den Z-Pyro-Angriff. Hier aber den Z-Feuer-Angriff. Burn, Baby! Husch! Alles klärchen, dann wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Dynamische Maxi-Flamme. At its best. So, Golbat kommt und wird einfach mal heftigst gegrillt. Reicht das? Nein, es reicht nicht. Sogar Horrorblick. Gut, okay, ich wollte eh nicht wechseln. Horrorblick. Ich finde es immer noch heftig, dass sie dafür die Psiao-Augen nehmen. Ist großartig. Sie haben das Meme einfach selber erkannt, Leute. Das Meme-Game ist strong. Und sogar schneller als Golbat. Sehr schön. Ah, Hapu. 43 Fidschi, gut. Castella. Ja, nehmen wir mal. Nehmen wir mal das Röschen. Das Röschen Lina. Ist auch gleich Level 43 erreicht. Ich benutze Gigasauger. Ist sogar gar nicht voll. Aber jetzt ist sie voll. Insofern passt das schon. Und man haben wir doch perfekt abgetimt, wenn ich mal auf die Uhr gerade gucke, dass wir dann im nächsten Part in aller Seelenruhe uns gegen Hapu stellen. Und ich bin gespannt nach wie vor. Irgendwie freue ich mich aber auch auf diesen Kampf. Weil das könnte durchaus challenging werden. Sage ich jetzt mal durchaus langsam und vorsichtig, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, von Challenge hat das Spiel bisher nicht viel zu bieten. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, Flubber 43. 200%. Habe nicht gereicht. Ich fliege ja nochmal zurück zum Pokémon Center. Ich will mich sowieso heilen gehen. Was? Jetzt kommt... Ah, warte mal. Jetzt von ihr kriege ich doch den Giftstein. Stimmt. Ha, jetzt habe ich mich gerade daran erinnert.
als ich diese Szene hier gesehen habe. Von ihr bekomme ich den Gift-Z-Kristall. Hallo, na? Ich bin natürlich bereit für alles. Ich bin bereit, auch Bromley zu retten. In erster Linie sogar Bromley. Weil Bromley ist cool. Ich meine, gut, Samantha ist auch ein netter Antagonist, so ist nicht, aber Bromley ist ein cooler Charakter. Darum geht's mir. Ja, chill. Wir machen das. Wir regeln das. Kein Problem. Gib mir einfach den Z-Stein. Starr in meine Seele, bevor ich deine durchlöcher mit meinen Augen. Und schon haben wir alle Probleme aus der Welt geschafft. Da ist er, der Toxium Z, ja. Schön, dass ich eben noch drüber gesprochen habe. Übrigens sehr schöne Musik, die er spielt. Muss man mal den Soundtrack besorgen. Den gibt es doch bestimmt auch bei iTunes, oder? Jedenfalls gab es früher alle Pokémon-Soundtracks bei iTunes. Da liegt eine Seigerzelle hinten. Oh, du heißt mein Team. Na, nevermind, da gehe ich wohl doch nicht zum Pokémon Center. Dankeschön, Lili. So, genau. Hau mal ab, Lili. Lass mich die Seigerzelle einsammeln. Und dann als letzte Amtshandlung stelle ich mich neben dieses Schild. So. Beziehungsweise stelle mich auf die Mitte der Straße und würde sagen, das war's für heute mit Gilberts Nuzlocke-Abenteuer. Ich werde ein bisschen leveln, ich denke mal 46 sollte drin sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier. Bis dahin. Ciao, ciao.